Kraft schöpfen. Im Quellwasser. Spreewaldtherme. Das Solebad in der Natur. Die Premiere als Energietrainer gegen Groß Asbach war für Pele Wollitz ja gründlich daneben gegangen und hatte die Energieabstiegssorgen verschärft. Beim VfB Stuttgart 2 herrscht heute schon Endspielcharakter. Der Letzte trifft auf den Vorletzten. Verliert Stuttgart, sind die so gut wie abgestiegen. Verliert Energie, schwinden die Hoffnungen auf den Klassenerhalt weiter. Wollitz muss umstellen, Mörle ist gesperrt, Schorch, Michel, Breitkreuz und Kretzu verletzt. Ein alter Hase und drei junge U19-Spieler erhalten ihre Chance. Thorsten Matuschka soll im Abstiegskampf Verantwortung übernehmen und Geißler, Zickert und Knechtel zeigen, dass sie dem Profiteam helfen können. Der Ball rollt, Cottbus gleich in der ersten Minute mit der Möglichkeit. Robin Zacker will mit seinem Schuss die seit fünf Spielen anhaltende Torflaute beenden. Der Ball kommt im hohen Bogen aufs Tor. Upov im Stuttgarter Kasten hat aber damit keine Probleme. Weiter geht's, die Lausitzer mit dem besseren Start. Hier mal eine Direktabnahme von Matuschka. Knechtel mit dem Kopf, wieder ist Upov dran. Dann mal die Gegenseite, die Gastgeber. Xhaka auf Sukuta Pasu, der wird gefoult. Chiri Skocic sieht es aber anders, lässt weiterspielen. Dadurch kommen die Stuttgarter zu ihrer ersten Möglichkeit. Aber Knechtel passt hier noch gut auf. Die Partie hauptsächlich zwischen den beiden Strafräumen. Unsicherheit, keine Mannschaft will hier den ersten Fehler machen und in Rückstand geraten. Wollitz hatte nach dem 0:5-Debakel die Parole ausgegeben, hinten muss die Null stehen. Aber nach 28 Minuten kommt Vier nach Ecke zum Kopfball drüber. Oh, das war knapp. Dann, vier Minuten später, zeigt Energie, dass Fußballspielen möglich ist und dass sie es können. Marco Holz mit dem schönen Pass auf Felix Geißler, der macht das wunderbar, sprintet davon, spielt den schönen Pass auf Sukuta Pasu. Der Stürmer macht es, der macht, wofür er bezahlt wird und trifft das 1:0 für Energie. Das erste Tor seit dem 12. März für den Verein. An der Energiebank bildet sich hier ganz verständlich eine Freudentraube. Der Kapitän und Youngster Geißler werden gefeiert. Es geht doch, Energie Cottbus führt im Auswärtsspiel bei Stuttgart 2. Der Pass von Holz auf Felix Geißler im richtigen Moment und der Youngster bleibt cool, sieht Sukuta Pasu und spielt genau den richtigen Pass. Kurz vor der Halbzeit, hinten dicht stehen und vorn Akzente setzen, das ist das Motto heute hier. Kurz vor der Pause, wieder Geißler, der Zickert bedient. Peric kann in höchster Not klären und haut das Ding dabei fast ins eigene Tor. Hinten hätte wieder Sukuta Pasu gelauert. Mit der Führung für Energie geht es in die Pause. Das ist wenig überraschend, kein Zauberfußball, aber den hat ja auch keiner erwartet. Die etwa 300 mitgereisten Energiefans unter den 980 Zuschauern unterstützen ihr Team, sind lautstark zu hören. Noch 45 Minuten durchhalten bis zum Sieg. Matuschka mit der ersten Aktion nach dem Seitenwechsel. Sein Freistoß wird abgeblockt, Zeitz Nachschuss ebenfalls. Kann Stuttgart hier nochmal nachlegen. Joel Sonora schießt aus 20 Metern. Lück ist dran, lenkt die Kugel über die Latte. Klasse Aktion und ein Zeichen, dass die Schwaben sich hier noch nicht aufgegeben haben. Aufpassen, Energie. Die Hausherrin aktiver, Cottbus kämpft. Grüttner mit dem Fallrückzieherversuch. Schön gemacht, doch die Cottbuser Defensive ist zur Stelle. Danach kann Tusche duschen gehen. Busian kommt für ihn ins Spiel. Wollitz schnappt sich seinen Routinier und bedankt sich für seinen starken Einsatz heute. Die Uhr läuft runter, wir haben die 78. Minute, hinten steht bei Energie weiter die Null. Vier will das noch nicht einsehen, starke Aktion von ihm hier, technisch schön, Daniel Lück passt auf und pariert aus Nahdistanz. Und nochmal Daniel Vier, der hier alles reinhaut, der Ball geht drüber aus kurzer Distanz, durchhalten Energie, die drei Punkte sind in greifbarer Nähe. Und am Ende reicht es. Cottbus kämpft sich zum immens wichtigen Sieg, schnuppert wieder Siegesluft, schnuppert wieder am Klassenerhalt. Das ist wichtig für die Moral und natürlich fürs Punktekonto. Felix Geißler nimmt einen Assist mit in die Lausitz und Sukuta Pasu trifft endlich wieder. Es gibt noch einiges an Luft nach oben, aber die Hoffnung lebt. Das nächste Heimspiel gegen die Würzburger Kickers steht unter ähnlichen Vorzeichen wie das Groß-Asbach-Spiel. Auch die Franken wollen noch aufsteigen. Hoffentlich mit einem anderen Ende. Anstoß ist am Samstag um 14 Uhr.